Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Wir waren das letzte Mal bei den Hängebauchschweinen, die wollte ich erst glücklich machen. Wobei ich das ein kleines irgendwie gern behalten wollen würde, aber das machen wir jetzt noch nicht. Ja. Das ist auch schon glücklich. Weil da oben gibt es nämlich eine Funktion. Wenn man jetzt auf ein Hängebauchschwein drückt und alle Jungtiere dieser Art verkaufen. Man kann nur die weiblichen Tiere, die männlichen Tiere und alle Hängebauchschweine, aber wir wollen ja nicht alle verkaufen, weil die Helene wollen wir ja behalten. Wir wollen ja nur die Kinder verkaufen. Aber je glücklicher sie sind, weil da haben wir jetzt Verkaufswert 900, steht unten rechts, unter Hängebauchschwein 11. Und ein unglückliches, nehmen wir jetzt nochmal das da, hat nur 856. Ist jetzt nicht viel, aber Geld ist Geld. So. Ich kann übrigens noch keine Namenswünsche entgegennehmen, falls welche kommen. Aha. Das, ja, weil ich noch kein Video hochgeladen habe. Ja. Ich lade gerade auf dem Hauptchannel die Videos hoch für heute. Es ist kurz vor 1 in der Nacht. Ups. So. Ich glaube, da brauchen wir den großen. Den möchte ich da nach hinten setzen, dass er nicht so mittig herumschwimmt. Ich glaube, das ist zu hoch. Naja. Oh je. Irgendwas ist schon wieder zur Welt gekommen. Ganz toll viel. Jetzt reicht's aber. So, das da hinten müssen wir noch hinbekommen. Strauße sind geschlüpft. Die futtern jetzt. Die sind immer noch nicht glücklich. Die sind durstig, also wir haben hier ein Wasser. Na, dann geh halt zum Wasser. So was Doofes. So, was haben wir da jetzt alles? Strauß. Flamingo. Flamingo, 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 Flamingo. Flamingo. Okay. Mitten im Wasser. Das finde ich auch immer geil. So, die sind jetzt glücklich. 200. Flamingos sind nicht teuer. Ich glaube, bei denen gibt es keine andersfärbigen, weil es gibt... Eins war da. Bei den Flamingos gibt es keine andersfarbigen, aber es können seltene Tiere wie weiße Elefanten auch zur Welt kommen. Oder weiße Krokodile. Ums. Dann trink was. Das ist ja furchtbar. Ups, das wollten wir eigentlich nicht so. Es ist doch zu groß. So. Nein, ich möchte es doch weiter hinten haben. Ich glaube nur, dass es dann wieder zu hoch ist. So.
Schauen wir mal, ob es jetzt passt. Koala ist trächtig. Schon wieder was verpasst. So, die werden wir jetzt verkaufen. Schups. Boah, es ist kalt. Okay, ich werde doch das Fenster zumachen. So, oder zumindest es kippen. So, da. Das schaut gut aus. So, da müssen wir aber am Eingang ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn er die ganze Zeit schwimmt, aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Der rennt nämlich gleich wieder hin. So, was setzen wir da jetzt Cooles rein? Wir hätten hier kleine Fische. Eine Schildkröte. Eine Goldmakrele. Seeteufel. So einen großen Fisch. Napoleon-Lippfisch. Lederschildkröte. Krokodil braucht was anderes. Riesenzackenbarsch, roter Thunfisch, blauer Marlin, Zebra-Murine, die sind recht klein. Die brauchen das, glaube ich, auch nicht so tief. Mondfisch, Delfin. Weißwal, Narwal, für den ist das aber ein bisschen klein. Hammerhai, Schwarzspitzenriffhai, Sägefisch, Sägerochen, eine ausgestorbene Riesenschildkröte, das ist auf jeden Fall zu groß. Ah, den weißen Hai, Tigerhai, die finde ich cool, Riesenkalmar, Riesenkrokodil. Ein Walhai, Teufelsrochen, Kragenhai ist, glaube ich, auch bei den Ausgestorbenen dabei und das war es, Meerjungfrau. Die muss ich aber nicht unbedingt haben. So, was nehmen wir? Weißwal. Ich finde Tigerhaie hübsch. Oder den. Weibchen hat nur ein Horn. Ah, nehmen wir einfach normale. Wie viel? Drei braucht man. Was Langweiliges. Jetzt ist mir das aber fast wieder zu niedrig. Vielleicht setze ich den noch einfach in die Mitte. Dafür ist das zu hoch. Ups. Nein, Delfin, du musst da weg. Ich bastel hier noch. Wieso geht das nicht? Nö. Ups. Ja, das weiß ich selber auch.
Hä? Geh da weg.